Ja, viele Landwirte waren empört über die Pressekonferenz von der Ministerin Schulze. Die hat in 25 Minuten die Diffamierung eines ganzen Berufsstandes begangen. Sie hat den Bericht zur Lage der Natur vorgestellt und hat als alleinigen Verursacher das Artensterben die Landwirtschaft verantwortlich gemacht. Dabei, wenn man mal genauer in den Bericht guckt, sieht man, dass 77% für das Artensterben andere Verursacher verantwortlich sind und nur zu 23% die Landwirtschaft. Landschaft Verbindung hat gesagt, da muss es eine Reaktion drauf geben. Deswegen werden heute deutschlandweit Demonstrationen durchgeführt. Hier in Hessen sind wir unter anderem bei der SPD in Wiesbaden und halt hier in Wetzlar beim NABU. Der NABU, der hat einfach zum Teil Forderungen, die sind einfach nicht praktikabel. Zum einen wollen die 100.000 Quadratkilometer Naturschutzfläche ausweisen. Das sind um die 10 Millionen Hektar. Wir haben insgesamt nur 16,8 Millionen Hektar in Deutschland und immer mehr Flächenverbrauch und immer größeres Höfesterben. Wenn immer mehr Höfe verschwinden und auch immer mehr Fläche dabei drauf geht, dann können wir den gesellschaftlichen Wünschen nach mehr Regionalität nicht nachkommen. Der Anblick von den leeren Regalen, der am Anfang bei Corona war vielleicht gar nicht so schlecht für das Umdenken in der Gesellschaft. Wir haben gemerkt, wie wichtig regionale Produkte sind und wie systemrelevant die Landwirtschaft ist. Und ich erhoffe mir, dass wir in der Zeit nach Corona dessen mehr bewusst sind. Ja, ich glaube, die Landwirte möchten, dass das Bauernbashing aufhört. Vor allem die Verunglimpfung eines ganzen Berufsstandes durch Politik und Gesellschaft. Vor allem wollen sie von Politik gehört und verstanden werden, damit praxisnahe Entscheidungen getroffen werden können. Ja, ich sehe da eigentlich schon, gerade was das Thema Flächenverbrauch angeht, sehe ich da Gemeinsamkeiten. Denn der NABU kämpft gegen Insektensterben, auch wenn wir die Forderungen nicht gut finden. Und wir kämpfen gegen hohen Flächenverbrauch. Ich denke, da gibt es schon Gemeinsamkeiten. Aber die Ansichten, wie man diesen Weg geht, sind noch sehr, sehr unterschiedlich. Deswegen muss auch mit dem NABU im Gespräch geblieben werden. Ja, Landschaft Verbindung ist eine Basisbewegung, die bundesweit vertreten ist. Wir organisieren uns über die einzelnen, ich will jetzt nicht sagen Landesverbände, weil wir sind eine Basisbewegung, aber über die einzelnen Landesgruppierungen bis hin in die Landkreise. Es wurde gerade von Landschaft Verbindung und von Seiten der Landwirte immer wieder, gerade auch in den letzten Monaten, friedlich und fair und sachlich versucht, in Dialog zu kommen. Egal, ob es mit Politikern war, egal, ob es mit NGOs waren, die Gesprächsbereitschaft von Seiten der Landwirte, die war da. Und ja, den Weg gehen wir auch weiter. Mein Name ist Christian Damm von Landschaft Verbindung Hessen. Unser heutiges Anliegen in Wetzlar ist, versuchen, mit dem NABU Hessen einen Dialog zu führen. Der Hauptanlass dafür, dass wir hier sind, sind die Anfeindungen durch das Bundesumweltministerium, Frau Svenja Schulze, zu dem Bericht der Natur, wo die Landwirtschaft allein schuldiger ist für den Zustand der momentigen Natur. Da wird ausgeblendet Flugverkehr, Lichtverschmutzung und alles, was so Bebauung, alles so, was die Menschen machen. Das ist nicht die Landwirtschaft alleine. Wir sind auch bereit, da was zu ändern, aber das geht nur mit einem Miteinander. Und für das Miteinander sind wir hier zum NABU Hessen nach Wetzlar gekommen. Warum der NABU gewählt? Aus einem ganz einfachen Grund. Der Staatssekretär im Bundesumweltministerium heißt Jochen Flassbart und der ist langjähriger Vorsitzender vom NABU Deutschland gewesen. Und er versucht da Ideologien in dieses Ministerium reinzutragen, welche wir Landwirte nicht umsetzen können und auch unsere Existenz gefährdet. Und dafür sind wir heute hier, um versuchen, einen Dialog und unsere Positionspapiere hier zu überreichen. Ich bin Andreas Gröschel, bin ausgebildeter Landwirt und Agrartechniker. Meine Motivation war, hier mitzumachen, weil der NABU uns vorschreibt oder die Landwirtschaft ständig anprangert, aber selber in Speicherco Pferde verhungern lässt, mangels Futtermangel. Ich sehe Gemeinsamkeiten in Sachen Naturschutz, allerdings
prangert der NABU an, lebt es aber selber nicht und lässt lieber Tiere verhungern, wie Tierschutz zu betreiben. Die Pressekonferenz der Umweltministerin hat mich natürlich motiviert dazu, weil da wird die Landwirtschaft wieder erneut am Pranger gestellt, als Sündenbock dargestellt, obwohl wir mittlerweile hektarweise Blühflächen anlegen, um Naturschutz zu betreiben, Insektenschutz zu betreiben. Und das überhaupt nicht gewertet wird, sondern pauschal gesagt wird, die Landwirtschaft ist schuld am momentanen Umweltzustand, ohne Auswirkungen von Industrie und Ähnlichem zu berücksichtigen. Ein Zeichen dafür, dass die Landwirtschaft stirbt. Stimmung ist ziemlich schlecht. Wir haben keine Perspektive, wie es weitergehen soll. Und deshalb sind wir auch hier, weil von hier kommen viele Forderungen, wie es weitergehen soll. Und die sind eigentlich nur da, um uns zu gängeln, diese Forderungen. Die machen ackerbaulich und betrieblich und auch für die Natur wenig Sinn. Mich ärgert, dass der NABU immer nur weiß, was andere zu tun haben. Und selber sehen sie ihre Probleme nicht. Ich bin Bewirtschafter am Bingenheimer Ried. Das ist zwischen Reichelsheim und Echzell. Und da findet auch eine Beweidung statt und da ist nichts mehr auf der Fläche. Und die Vögel, die sich schützen wollen, die kommen zu uns auf die Flächen und fressen unsere Aussaat ab, entschädigungslos, und wir stehen dumm da. Und das kotzt mich an, dass die immer nur alles besser wissen, aber nichts besser machen. Und das sieht man in vielen Naturschutzgebieten leider so und das ärgert mich. Ich bin ein bisschen enttäuscht von dem Gebäude. Man kann auch so ein Gebäude eingrünen mit Efeu, wilden Wein. Das wird ja gefordert. Dann gehen Sie mal auf die meisten Betriebe. Da sind die Gebäude nicht so trostlos wie hier.